Wir wollen davor schützen, dass über Cannabis der Einstieg in stärkere Drogen stattfindet. Wir wollen die Jugend besser schützen. Wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen. Wir wollen die Drogenkriminalität zurückdrängen. Wir wollen die stetig zunehmende Toxizität der Produkte wollen wir in den Griff bekommen. Es geht um eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene. Das ist ganz entscheidend und gleichzeitig einen maximalen Schutz unserer Kinder und unserer Jugendlichen. Ist okay? Ja. Ich würde gerne mal wieder sowas rauchen. Ja. Es ist gefährlich, aber wenn man es gerecht benutzt, dann sollte es ein Recht dazu geben. Ich glaube, es ist eher schlimmer, wenn es verboten ist, dann hast du es auch von oder kriegst du von Leuten, wo es wahrscheinlich nicht so gut ist oder eher was Schlechtes kriegst. Und so ist es dann vielleicht auch ein bisschen kontrollierter. Also ich freue mich sehr darüber, dass es passiert. Und ich sehe dem mit Freude entgegen.